Willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, die Würfel sind gefallen, Leute. Und es gibt ja noch so 1, 2, 3, 5 Sachen hier, die passen mir überhaupt nicht in Clash of Clans, muss ich sagen. Das ist zum einen, okay, das Event ist in Ordnung hier, keine Frage. Da sind natürlich die Würfel noch nicht alle gefallen, also zumindest bei mir nicht. Aber ich habe jetzt auch gesehen, der kleine Pass hier geht auch nur bis 10.000. Ne? Der geht erstmal nur bis 10.000. Und danach kann man noch mehr Medaillen sammeln. Ihr seht, ich habe noch nichts ausgegeben. Auch nicht in den Feuerball. Ich werde mir den Feuerball holen. Aber was mir hier so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich Punkte zurücksetzen. Ich weiß nur selber nicht, wie man es machen könnte. Was weiß ich, vielleicht per Gems oder so. So wie beim Namen umbenennen oder irgendwo, was weiß ich, mit, du kriegst 500 Punkte weniger oder Erz weniger oder was auch immer. Aber irgendwie fehlt mir das. Denn wenn du dich einmal entschieden hast, dann hast du dich entschieden. Klar, es muss alles hoch, aber ich wollte heute eigentlich tatsächlich mal ein bisschen was ausgeben hier unten, denn das wird mir ein bisschen Fille oder ein bisschen voll. Und deswegen glaube ich, hier bei der Gladiatorin ist dieser Zauber hier doch echt nicht schlecht, diese Tempoflasche hier. Ich würde sagen, die leveln wir mal. Die leveln wir eben mal durch, mal sehen, wie weit wir sie überhaupt bekommen hier. Denn es gibt ja in dem Event echt viel Erz. Also allen Erzes irgendwie. Allen Ernstes. Nee, allen Erzes. Allen Erzes. Mal gucken. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Geht die noch höher oder was? Echt? 18. Ui, die geht bis 18, Leute. Wir haben die eben mal durchgemaxt, okay. Die geht bis 18, okay. Dann wollen wir sie auch mal equippen. Ich bin mir am Überlegen, ob ich wirklich das Schild wegnehme, das zielsuchende Schild, oder ob ich lieber das königliche Juwel wegnehme. Das heißt also, dass die Yield-Generation da noch mal ein bisschen mehr ist. Aber ich glaube, wir nehmen den mal nach da. Und nimm den mal nach da. Und geht hier noch was? Nee, da fehlt uns das. Da fehlt uns mal wieder das mittlere Erz hier, wie immer. Das mittlere Erz fehlt uns, wie immer. Okay, dann wollen wir das mal reinfarmen. Und jetzt haben wir das auf jeden Fall equipped bei... Oh. Nein, jetzt habe ich das verschoben. Meine Base wieder gesperrt, oder? Ah, nee, doch nicht. Oder? Layout ändern, ihr kommt, ach komm, nur weil ich es einmal verschoben habe, das ist auch, okay, das ist auch eine leidige Sache, oder? Das ist auch eine leidige Sache, naja, egal. Wir gehen mal rein in die Suche dauert im Moment ein bisschen, teilweise, und, aber es war jetzt am ersten Tag ein bisschen wenig Lothar. Ich weiß, ihr seht, ich habe hier so einen Blitzzauber dabei. Das habe ich nur wegen dem Pass. Ich will den Pass jetzt möglichst schnell hinter mich bringen. Und aber wie gesagt, das sind so die Dinge, die fehlen mir noch ein kleines bisschen in Clash of Clans hier. Den könnten wir eigentlich mitnehmen. Ich überlege nur mal gerade, wie. Ja, machen wir so. Hier unten haben wir schon mal zwei Helden. Das ist cool. Und so einen ganz alleinigen Bogenschützenturm hier. Okay. Dann gucken wir da mal rein. In das Dorf hier. Wie hoch ist die? 41 ist sie. Könnte die uns gefährlich werden? Noch nicht. Nächster Mauerbruch geht da rein. Sehr schick. Sehr schön. Wir blitzen die mal mit an. Auch nicht schlecht. Wir blitzen die mal mit an. So kann man es machen. Nächster Mauerbruch da oben am Dunklen. Aber erstmal den Adler wegmachen. Sehr schick. Dann können wir hier den König setzen. Die Kaserne mit dabei. In der Kaserne, wie gehabt, ein was habe ich denn dabei? 5. Okay, Leute, 5 Hawks. Nicht schlecht. Okay, ich weiß gar nicht. Das ist gerade ein bisschen Mismatch, die Armee hier. Muss ich gerade feststellen, die ist gerade echt ein bisschen Mismatch. Und das ganze Compartment hier hinten legen wir mal blank.
Dann gehen die da jetzt mal rein, denke ich mal. Hoffe ich mal jetzt. Ah, das Ding, das schießt da heftig. Okay. Das Ding nennt sich übrigens X-Bogen. Toto. Okay, das Ding nennt sich X-Bogen. Und ballert hier echt wie blöde. Können wir noch irgendwo den Gift hier ziehen? Vielleicht dort. Am Monolithen nehmen wir einmal den Frostzauber. Dann nehmen die auch den Monolithen mit. Mein Drachen hier ist ungefährdet, obwohl es wäre natürlich noch schön, wenn jetzt noch eine Luftabwehr fallen würde. Allerdings, ah ja, jetzt habe ich die andere Fähigkeit hier, Alter. Ah ja, die sehe ich jetzt zum ersten Mal, Leute. Gottes Willen. Gottes Willen, was ist mit der los? Okay. Die dreht ja völlig durch. Oh mein Gott, okay. Die dreht ja völlig durch. Mein lieber Mann, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber wieder schöne 400, wie viel haben wir gemacht? 450 plus 225 wie gehabt. Und im Moment, ich muss wirklich sagen, dass das Event hier pusht mich natürlich, was so ein bisschen Pokaljagd angeht. Also ihr seht hier 100, 100, 100, 100, 100, 100, 88, 92, 100, 100, 100. Also richtig krank, wie man hier auch so ein bisschen im Event auch so ein bisschen gepusht wird. Aber jetzt haben wir noch mal ein wenig Erz hier. Wir gucken gleich mal am Ende der Folge, wie viel muss ich hier noch machen. Lass mal gerade gucken. Ja, das sollte man eigentlich packen. Jetzt mit dem nächsten Angriff. Ich frage nochmal an, dass ich hier nochmal Truppen reinbekomme. Und dann frage ich mich, warum habe ich da eigentlich... Habe ich hier nicht genug? Ach, hier habe ich nur 4 drin. Okay. Hier habe ich nur 4 drin. Warum habe ich da 5 Hockweiler drin? Frage ich mich jetzt wirklich mal. Frage ich mich wirklich mal. Warte mal, ich muss mal eben umbauen, oder? Ich muss mal eben umbauen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 waren das immer, ne? Wieso habe ich da so viele Hocks drin? Ja. Mache ich mal überall ein bisschen weniger. Dann kriege ich nur Hocks rein. Oh, diese Schrift ist immer genau darüber. Entferne ich. 3, 7. Okay, 7. 7 sind in Ordnung. 7 können wir mitnehmen. Dann haben wir aber hier noch was frei. Für vielleicht noch... Ah ja, okay, die haben wir noch nicht. Am Start hier. Die sind jetzt hier reingerutscht wahrscheinlich. Ne? Ja, da haben wir auch 2. Okay. Und Ballons haben wir hier auch. Warum habe ich hier eigentlich Ballons? Ah ja, okay. Falls ich da irgendwas mache. 1, 2, 3, 4. Oh, hier geht ja immer noch ganz gut was. Ne? Nehmen wir mal einen Highschool mit, würde ich sagen. Und noch Magier. So passt das Gold besser. Und... Die bauen wir auch nach in jedem Fall. Also ich lasse mir mal eben spenden und dann geht's sofort. Entschuldigt bitte. Sofort weiter. Da habe ich mir mal wieder selber gespendet. Also so ein bisschen zumindest. Ein paar Medaillen habe ich aber auch, glaube ich. Ich muss mal gerade gucken. Na, das ist auch doof, dass man in der Übersicht immer noch nicht sehen kann, wie viel ich davon habe. Da muss ich mir eben mal selber spenden. Und ist aber nicht so schlimm. Man kann immer noch nicht in irgendeiner Übersicht sehen, obwohl hier kann ich es immer sehen, wie viele Überfallmedaillen ich habe. Okay, das reicht in jedem Fall für irgendetwas. Tagesbonus haben wir uns auch schon geholt. Ich hoffe, ihr seid auch schon richtig fresh hier im Event und habt euch richtig schon was abgeholt. Wir wollen auch gleich auf jeden Fall kurz mal shoppen gehen, also kurz mal beim, ich nenne ihn ja immer schütteligen Händler, beim schütteligen Händler mal eben reingucken. Habe ich jetzt eigentlich alle Hocks gebaut? 7, ja, doch, sind alle fertig. Okay, oh, schöne Ringbase hier. Das ist eine schöne Ringbase. Die können wir mitnehmen hier über Monolithen, über einen Adler. Das könnte ein bisschen schwierig werden, weil ich habe überhaupt keinen Frost dabei, Leute. Ich habe überhaupt keinen Frost dabei. Ist vielleicht doch nicht so schick, wenn wir darüber gehen. Obwohl ich eigentlich beides ganz gerne weghaben möchte, aber ich habe keinen Frost dabei. Das ist echt nicht gut. Das ist wirklich, glaube ich, nicht so prall von mir. Gerade mal gedacht. Dann müssen wir den irgendwie gleich anders ablenken. Hier vielleicht mit einem Blitz oder so. Oder wir müssen halt die Queen die ganze Zeit voll durchwuten hier. Weil das wird echt schwierig da mit dem.
Weil wir bekommen ihn auch nicht. Wir bekommen den ja auch nicht, den ollen Monolithen hier. Ah, der ist echt hart. Das ist echt das ist ein harter Brocken. Das ist wirklich ein harter Brocken, der Mono. Vielleicht müssen wir den doch nochmal frosten. Ich glaube, wir müssen den doch nochmal hier wegmachen. Ich glaube, wir müssen den doch nochmal wegmachen. Ich glaube, so ist das jetzt gerade die bessere Lösung. Glaube ich aber auch nur. Wissen tue ich es auch nicht. Wir nehmen ihn hier mit rein. Auch Queen haben wir verloren. Okay. Queen haben wir verloren. Tolle Wurst. Das läuft ja schon wieder bei mir hier. Queen haben wir verloren. So, wo ist mein King? Der ist da in der Mitte. Okay. Außen haben wir hier mal gar nichts abzulanzen hier. Außer vielleicht das große Lager da. Und wir haben natürlich gleich noch 1, 2, 3, 4 da außen. Und wir haben natürlich noch unseren Royal Champion, der jetzt gleich wieder Gas gibt. Wo ist er? Hier unten. Gleich in der Ability. Go. Oh, der kriegt aber jetzt gerade viel Feuer. Okay. Aber hat nochmal Trefferpunkte. Oh, die Nado hier. Die Nado. Wie lange dauert die denn? Okay. Ah, jetzt ist natürlich der Haste raus, aber sollte trotzdem passen hier gegen die Ringbase hier. Wer ist das? Nefasto. Okay, wir gehen auf jeden Fall shoppen, Leute. Muss mal eben gucken. Sollte aber passen, dass wir hier wieder 3 Sterne machen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in Legende aus Versehen reinrutsche. Da habe ich noch nichts zu suchen. Da werde ich irgendwann wieder reingehen, ja. Aber wir haben wieder 4,50 plus 2,25. Das sollte auf jeden Fall eiswürfeltechnisch hier. Reicht das bis zum Ende schon? Nee, immer noch nicht. Okay, reicht noch nicht ganz. Muss noch einen Angriff machen. Mache ich auch sicherlich. Allerdings, ich wollte shoppen gehen. Ich wollte eben auf die Schmiede gucken. Wie kriegen wir den auf 18 hier? Was brauchen wir? 600 von den Zeug, okay. 600, ich hatte ja gesagt, wir holen uns hier beim Händler. Ja, das holen wir uns, ja. Allerdings brauchen wir auch dann das andere Erz. Das holen wir uns auch. Das ist das Glimmerz. Das in der Mitte ist das Glimmerz. Und können wir auch 10 mal holen. Oh, 60 Stück gibt es nur. 60 Stück, ey. Ach, Gottchen, ist das wenig. Obwohl es ja eigentlich schon viel Erze gibt, ne? Haben wir es ausverkauft jetzt? Ja, tolle Wurst, super. Das haben wir ausverkauft. Kriege ich den jetzt noch auf 18 oder nicht? Ja, oh, geht. Super Sache, auch auf 18 hier. Sehr schick. Also auch den auf Max Level und dann läuft das eigentlich ganz gut. 1, 2, 3, 4 Sachen auf Max Level. Okay, den Handschuh hätte ich auch gerne auf Max, aber der geht auch bis auf 27, Leute. Der geht bis auf 27 und das ist ein bisschen heftig. Der Pfeil geht auch bis auf 27. Okay, das sind die epischen Ausrüstungen und freigeschaltet habe ich mir jetzt neu hier den Ball. Der wird also auch auf 27 gehen. Steht hier nur nirgendwo. Steht nur episch Ball. Kann man hier irgendwo klicken? Ne, kann man nicht. Kann man nur ausrüsten? Okay. Ob ich den Ball nehme, weiß ich allerdings noch nicht. Ja, die Würfel sind gefallen. Ich habe erstmal den Royal Champion jetzt endlich was gegönnt. Also wir haben immer noch viel Erze über hier. Es geht, was heißt viel? Aber das geht auch relativ zügig. Vor allen Dingen hier oben in dem Eventpass ging das jetzt ratzifatzi. Und es gibt dann aber hier auch nur noch 5.000. Achso, es gibt nochmal 5.000 drauf. Okay. Ja, mal sehen, ob wir den Bonusfahrt fertig haben. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie weit der Bonusfahrt geht. Damit man sich so ein bisschen drauf einstellen kann. Aber ich denke, ich habe mir sowieso alles hier weggesammelt. Ja, habe ich. Und kurzer Pass hier. Ich hätte fast gesagt, für 5,99 ist mir fast zu teuer. Da lohnt sich ja fast, den nicht zu spielen. Oder aber man spielt ihn dann natürlich weiter und kauft sich hier weiter die Erze oder einen schönen Clash-Krater. Auch schön. Oder halt ein schönes Buch oder einen schönen Trank oder eine schöne Schaufel. Das könnt ihr euch jetzt entscheiden. Schöne Schaufel, schönen Trank. Mal gucken, wo wir hier noch ein bisschen was füllen können. Im Moment bin ich ganz gut bestückt hier und meine Bauarbeiter laufen eigentlich auch ganz gut. Seht ihr, ich könnte eigentlich noch einen einsetzen hier.
Mauer, 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 Goldmine. Okay, die Sammler habe ich alle. Die dunklen Sammler habe ich alle schon fertig. Ja, das ist ja cool. Das ist ja cool. Brauchen wir denn mal so einen neuen dunklen Sammler? Ah, hier. Okay, oh, der sieht aber auch spitze aus, ne? Der sieht aber, also, oh ja, schon wieder verschoben. Und noch ein Tag. Der sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich hab hier heute noch auch eine Goldmine gesehen. Die sieht auch sehr, sehr schick auch auf Max Level. Aber ein Elex-Sammler hätte ich noch ganz gerne mal gesehen. Auf den neuesten Level. Ah, okay, so sehen die aus. Oh, die sehen richtig gut aus. Habe ich mir noch gar nicht so im Detail angeschaut, aber wird schon. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Und natürlich auch immer Glocke stellen, auch für die Livestreams hier. Monclash, Midclash, Freiclash und so weiter. Und dann sehen wir uns in alter Frische, denke ich mal, wieder. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao. Euer Toto. Best.